Hallo ihr Lieben, willkommen zu Teil 2 der Frage, warum die Prozessqualität auf gelosten Bürgerversammlungen so viel besser ist als in Open Space oder Barcamp-Veranstaltungen. Im ersten Video hatte ich behauptet, dass es auch sehr viel mit Machtdynamiken und Dominanzdynamiken hat zwischen uns Menschen zu tun hat und die einfach im gelosten Bürgerratsformat deutlich besser aufgefangen und prozessiert werden als in Open Space und Barcamp-Veranstaltungen. Den zweiten Grund hatte ich bereits angedeutet, um den soll es jetzt in diesem Video gehen. Der hängt natürlich mit dem ersten zusammen, aber er verdient vielleicht auch eine eigene Würdigung. Und das ist praktisch der Gegensatz zwischen freiwilliger Anwesenheit aus sozusagen privatem Engagement bzw. Anwesenheit aufgrund eben Zufallsauswahl oder Losverfahren. Das macht tatsächlich einen großen Unterschied und lustigerweise schlägt er auf die Gesprächsqualität oder die Prozessqualität durch. Im Open Space, vielleicht auch eher im Barcamp-Umfeld, kennt man das so als das Gesetz der zwei Füße. Also es ist eigentlich erstmal was ganz Positives, es ist maximale Freiheit. Das sagt, wenn du nichts beitragen kannst und wenn du nichts mitnimmst, also wenn es sozusagen nur Energie saugt bei dir und dann wahrscheinlich vermittelt durch dich auch bei anderen, wenn du anwesend bist, dann geh doch da nicht hin. Also niemand hält dich fest, wohin zu gehen, wo es dich nicht interessiert. Und das ist erstmal ganz positiv, das ist maximale Gesprächsfreiheit. Würden sich viele Leute zum Beispiel in Firmen wünschen, dass man zu Meetings nicht gehen muss, wo man weder was mitnimmt noch beitragen muss, was man als reine Zeitverschwendung empfindet und so weiter. Das ist also erstmal ganz positiv, hat aber lustigerweise eine ganz negative Folge. Wenn man also ein bisschen weiter denkt und also auch an sehr vielen solchen Veranstaltungen teilgenommen, merkt man das dann mit der Zeit. Und zwar hat es den Effekt, den wir generell in der Gesellschaft ganz viel haben, wo wir eben auf maximal, also wir sind eine liberale Gesellschaft, auf sozusagen nimm doch teil, was dich interessiert, wie soll man sagen, wie sich das dann auswirkt. Es hat den Effekt, dass eben alle Leute zu einer Veranstaltung gehen, die von sich aus einen Impuls haben, dort zu sein. Und nicht alle, aber einige dieser Leute sind dann eben ein Stück weit missionarisch unterwegs. Ich meine, sie haben das Thema entweder selber gesetzt, sie haben es auf einer Open Space oder Barcamp-Veranstaltung selber vorgeschlagen, oder sie gehen deswegen hin, weil sie es da sehr interessiert. Und das führt, anders als bei gelosten Bürgerräten, dazu, dass also oft die Demut vor dem anderen und die Demut vor dem Thema fehlt. Also da gehen also letztlich Checker hin, die schon Bescheid wissen. Und A ist dann keine Offenheit da, anders als in gelosten Bürgerräten. Und B ist es auch wenig Bereitschaft da zuzuhören. Also es treffen dann im schlimmsten Fall mehrere Experten aufeinander, wie so auf Podiumsdiskussionen, hauen sich ihre Meinung um die Ohren, alle nehmen nichts mit, jeder haut nochmal sein Zeug raus, was er am besten auch in so einem Video verarzten könnte oder in einem Blogartikel oder in einem Buch oder in einem Vortrag oder so. Aber es findet nicht wirklich Austausch statt. Bei gelosten Bürgerräten, weil ja die meisten Leute nicht da sind, weil sie da sein wollen, sondern weil der Zufall sie ausgewählt hat, sind die Leute erstaunlicherweise deutlich offener. Ja, sie sind nicht da in der Expertenhaltung, sie sind in der Lernhaltung. Das hat durchaus was mit damit zu tun, auf welche Weise die Leute dorthin kommen. Eben einmal aus privatem Engagement, ja, ich will dahin, das interessiert mich, und einmal der Zufall hat gesagt, du sollst kommen. Das ist ein bisschen paradox, gerade in unserer heutigen Gesellschaft, wo wir halt Freiwilligkeit extrem schätzen. Viele dieser Freiwilligkeiten sind ja auch gesellschaftlich hart erkämpft. Warum es produktiv sein kann, da so eine Art, sag ich mal, alle gleichermaßen treffenden Zwang zu installieren, wie es ja das Losverfahren, die Zufallsauswahl ist, das ist ja nicht freiwillig. Ich gehe dann nicht dorthin, weil ich sage, boah, das Thema interessiert mich, sondern ich gehe hin, weil der Zufall gesagt hat, du musst kommen. Warum das auf die Gesprächsqualität auswirkt, da kann man wahrscheinlich noch deutlich mehr zu sagen, aber vielleicht ist es auch erstmal gut, das festzustellen, dass es so ist. Ja? Also die Gesprächsqualität in gelosten Bürgerräten, die Zuhörqualität, die Offenheit ist viel, viel höher als auf Barcamps oder Open Space Veranstaltungen. Und das hat durchaus was damit zu tun, mit sozusagen dem Grund der Anwesenheit. Das bricht tatsächlich ein Stück weit einen Frame, den wir fast alle teilen, wo wir also heute sehr häufig sagen, also ich habe sehr viele solche Äußerungen gehört, die in die Richtung gehen, die sagen, naja, in der Politik, da sollen doch die hingehen, die es betrifft, die das was angeht, ja. Das hat aber den immer gleichen Effekt, dass immer die gleichen Leute den Mund aufmachen, dass immer die gleichen Leute da sind, dass eben gar keine Durchmischung stattfindet, sondern auch die Grenze, wann ein Mensch sagt, ich muss hier was sagen und ich bin hier betroffen, ist bei unterschiedlichen Menschen so unterschiedlich ausgeprägt, dass dadurch halt keine Gerechtigkeit entsteht und auch keine Demokratie entsteht, sondern unter der Hand aristokratische Grundformen des Gesprächs entstehen, wo eben manche die Gesellschaft dominieren und andere immer in der Haltung des nur Regierten oder des Dominierten oder dessen, über den da bestimmt wird, geraten. Ja, weil manche also Leute durch dieses private Engagement gar nicht hinkommen. Dieser Mechanismus, den es zwischen uns Menschen gibt, wird durch die Zufallsauswahl aufgehoben, wenn nicht sogar aufgebrochen. Das stört natürlich Menschen, die gewöhnt sind zu dominieren, nicht sonderlich. Also die können in der Regel, genau diese Menschen können überhaupt kein Problem erkennen. Die sagen, ja, mein Gott, das kann ich doch jeder engagieren.
Aber die Realitäten, dass manche Menschen also große Hemmschwellen haben, den Mund aufzumachen oder überhaupt hinzukommen oder auch ganz andere persönliche Rahmenbedingungen haben, die es ihnen sehr viel schwerer machen als anderen Leuten, sich privat zu engagieren, das ist für genau für diese Menschengruppe unsichtbar. Leider sind das die Leute, die momentan die Regeln machen. Ja? Also man könnte hart sagen, die Menschen, die die Regeln machen, momentan in unserer Gesellschaft, können gar kein Problem erkennen, aber das ist schon Teil des Problems. Ja? Also das ist schwer anders vorstellbar. Das sind aber die gleichen Leute, die also zum Beispiel glauben, dass Barcamp und Open Space schon Spitze der Fahnenstange ist von der Prozessqualität. Das sind aber Leute, die haben einen gelosten Bürgerrat noch nie erlebt. Und die Gesprächsqualität, die da herrscht. Die unendlich viel bessere Gesprächsqualität. Dass da auch viel mehr passiert, auch bei den Leuten. Ja? Also dass viel intensiverer Austausch stattfindet, viel mehr Nachdenken, sehr viel mehr Wissenstransfer passiert als eben auf Open Space und Barcamp-Veranstaltungen. Und das hat sicher was auch damit zu tun mit dem Grund der Anwesenheit, also warum bin ich überhaupt hier? In einem Fall bin ich halt da, weil mich das Thema interessiert, im anderen Fall bin ich da, weil der Zufall gesagt hat, du musst teilnehmen. Ja? Und lustigerweise schlägt sich das Letztere positiv auf die Gesprächs- und die Prozessqualität durch. Ja? Das haben viele Menschen heutzutage noch nicht ganz auf dem Schirm, weil das halt auch wirklich quer liegt zu allem, was wir in der Gesellschaft sonst so machen, wo wir halt unsere Freiheit über alle Maßen schätzen und was, wenn wir als wirklich geloste Bürgerräte einführen, als zentrales Verfahren unserer Verfassung, unserer Demokratie, wir auch wirklich über was drüber müssen. Wir müssen sagen, ja, es gibt einen Bereich, ähnlich wie, weiß ich, bei der Schöffenauswahl oder wenn Leute einfach abgeordnet werden, bei Wahlen, Wahlhelfer zu sein, wo es gut ist, dass wir einem Zwang unterliegen. Nicht dem Zwang, etwas Bestimmtes zu meinen, aber dem Zwang der Anwesenheit. Ja, also sagen, du musst kommen, du musst, das ist deine Bürgerpflicht, auf geloste Bürgerräte zu kommen, wenn der Zufall aus sich fällt. Und warum ist es aber tragbar? Weil der Zufall gerecht ist. Ja, es wird ja niemand benachteiligt oder niemand bevorzugt. Zufallsauswahl ist in the long run, wenn man sehr viele Bürgerräte macht in der Gesellschaft, gleicht sich das irgendwann annähernd aus. Also niemand wird mehr belastet, niemand wird weniger belastet, alle werden gleich stark durch politische Verantwortung belastet. Also kann man das auch vertreten. Es ist aus einem sehr, sag ich mal, arithmetischen Sinne gerecht. Niemand muss mehr opfern als ein anderer von seiner wertvollen privaten Lebenszeit. Deswegen ist es vertretbar und es ist tatsächlich ein sehr produktiver Zwang. Und das ist etwas, was wir uns als Gesellschaft mittlerweile entwöhnt haben, dass es das gibt. Ja? Dass es also sowas überhaupt gibt wie Bürgerpflichten. Ja? Dass es nicht nur bürgerliche Rechte, bürgerliche Freiheiten gibt, sondern dass es möglicherweise unser Gemeinwesen darauf fußen muss, dass er bestimmte Beiträge leistet, wie wir ja auch Steuern zahlen. Ja? Im Idealfall, ja. Ich würde sagen, ärmere Leute mehr als reichere Leute. Warum nur? Ja, also das nur am Rande. Also da könnte man auch mal eine Frage stellen. Ja, aber diese Zeitgerechtigkeit, wer muss wie viel opfern von seiner Zeit und wer hat dann aber auch im Politischen wie viel zu sagen, kommt durch das Losverfahren sehr viel besser in Gang und lustigerweise schlägt das sehr positiv auf die Gesprächs- und die Prozessqualität, was dort passiert, durch. Es gibt noch weitere Gründe. Zu einem weiteren Grund komme ich im nächsten Video, aber so viel sollte mal gesagt sein, dass, finde ich, verdient eine eigene Würdigung, dass sozusagen dieses ich komme aus privatem Engagement gar nicht so positiv ist, wie wir es oft uns denken machen. Nicht, wenn man guckt, dann, was passiert denn dann im Ergebnis? Also wie tauschen sich die Leute aus? Wie sind die miteinander da? Wie viel sozusagen Information fließt? Wie tiefgreifend sind die Prozesse? Ändern die Leute ihre Meinung auf den Prozessen? Passiert wirklich was? Oder ist es mehr so die Nummer, gut, dass wir mal geredet haben, aber hinterher ist alles wie vorher. Niemand hat sich irgendwo bewegt in irgendeiner Form. Ja, das so viel lasse ich es mal dastehen. Gleich kommt noch Video Nummer 3 mit einem dritten Grund, warum geloste Bürgerräte deutlich, deutlich besser sind von der Gesprächsqualität als Barcamps und Open Space Veranstaltungen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und naja, ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendam.